Yo, you feel the pressure. Moin Moin Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft LP. Ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen was gemacht und zwar, wir waren zu Gange. Ich zeige das am besten mal von draußen, da sieht man das ja, glaube ich, am besten. Weiß ich nicht, ich guck mal ganz kurz. Wir haben in der letzten Folge den unteren Holzbalken weggemacht und dafür den oberen gesetzt. Das sieht jetzt vielleicht alles ein bisschen besser aus. Gut, wir sind noch nicht ganz fertig, wir haben diese Ecke da noch nicht gemacht, aber wir können jetzt erstmal von außen vielleicht ein bisschen gucken, dass wir mal was kriegen hier. Also ein paar Sandstone hier halt noch. Beziehungsweise Knochen und Pfeile, weil hier ein Skelett gestorben ist. Sieht man, denke ich. Ein paar Sandstone sind halt dann doch noch daneben gefallen. Die nehme ich mal ganz schnell mit. So, genau. So ist das halt. Ja. Okay. Dann werden wir jetzt mal gucken, dass wir Sandstone haben. Ja. Auf den Bäumen. Ist weiter nichts. Nee, okay, gut, dann passt das. Gut. Dann machen wir das noch ganz schnell auf der einen Terrasse da. Genau. Hier fehlt das nämlich noch. So. Huch. Einmal so. Einmal so. Und einmal so. Okay, dann passt das. Nehmen wir den nochmal mit. Und dann, ja, können wir, denke ich, das Ding wieder zumachen. Hier. Was wir aufgerissen haben. Um da besser ranzukommen. Es geht ja richtig einfach mit der FE5 Pickaxe. Die ist ja richtig OP, wenn man so will. So. Genau. So, das ist auch wieder zu. Sehr gut. Dann geht es jetzt weiter. Mit den Zwischenbalken am besten. Ja. Aber man muss dazu sagen, dass, genau, ich gucke ja die ganze Zeit aus dem Fenster, da sieht man gerade ein paar lustige Dinge, ich lasse mich hier gerade ganz schön auseinanderbringen, ich habe nämlich direkt vor meiner Fresse ein Fenster, um genau zu sein. Muss natürlich auch bedenken, dass man dieses Holz natürlich auch noch höher setzen muss, ist klar, aber was machen wir dann, wenn wir die Decke haben, das geht dann ganz leicht eigentlich, sollte zumindest. 1, 2, 3, 4, 5, erstmal machen wir diese Balken, also. Genau. Also das Holz ist falsch. Aber da kommen wir viel leichter ran, wenn die Decke da ist. So. Zack und zack. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Essen erstmal ein bisschen was. Sonst krepieren wir noch am Fallschaden. Das wäre nicht so schön. 1, 2, 3, 4, 5.
Und 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und ich muss mal ganz kurz noch dazu sagen, wenn man jetzt im Hintergrund ein paar Nebengeräusche gehört. Es ist eigentlich so ein Tag, wo eigentlich Ruhe sein sollte, ist aber mal wieder gar nicht irgendwie. Ja, weiß auch nicht, es ist schlimm. Ja, also ich höre durch die Kopfhörer ständig irgendwas. Ich weiß nicht, ob, wie gesagt, das Mikro das auch noch hört. Ob das es aufnimmt, keine Ahnung. Naja. So. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 5, genau. Und hier auch noch 1, 2, 3, 4, 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und natürlich zu guter Letzt auch noch eins, zwei, drei, vier, fünf. Genau, dann haben wir jetzt die Balken hier auch. Dürfen erstmal eine Runde essen. Und ja, dann müssen wir jetzt erst einmal gucken, wie das jetzt hier weitergeht. Wie wir die Wände jetzt hier setzen. Also hier machen wir auf jeden Fall schon mal zu. Das ist Quatsch hier. Ja, gleich ist auch wieder Nacht. Ich denke mal, wir gehen mal ganz kurz runter. Jetzt ist Nacht. Und dann werden wir einfach mal schlafen gehen. So. Dann gehen wir jetzt wieder hoch. Genau. Und hier ist dann, sag ich mal, der Durchgang, der offizielle. Was man nur mit dem hier machen, weiß ich auch nicht so genau, ehrlich gesagt. Das kann man eigentlich auch zumachen. Weiß ich nicht. Also ein bisschen offen lassen. Huch, da ist eine Fackel im Weg. Und dann passt das schon. Aber wir sollten hier das Holz durchziehen. Sieht jetzt, glaube ich, kacke aus, genauso. Wie das Holz hier. Das muss da, glaube ich, hin. Scheiße. Pass mal auf, zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Und zack und. Nein, das ist falsch. Da drunter. Bin noch nicht mehr zu retten, oder? So. Jetzt bitte nochmal richtig. So. Huch, kein Holz mehr. Ach du Scheiße. So. Zack und so. Und dann kann man das schon ein bisschen besser anbieten. Das oben, das. Das Holz kommt ja sowieso weg. Also das müssen wir jetzt erstmal nicht setzen. Dann haben wir da schon mal einen geeigneten Treppenaufgang.
Genau, so, was machen wir jetzt auf der anderen Seite? Muss ich mal jetzt gucken, da hat ja so ein mehr oder weniger so ein bisschen frei, weiß ich auch nicht. Bis es dann hier mit den Räumlichkeiten losgeht. So. Müssen wir mal gucken hier. Wie wir das wieder hinkriegen hier. Oder was wir hier überhaupt reinmachen alles. Weiß ich nämlich noch nicht. Und oder beziehungsweise wie wir die Türen hier so machen. Ja. Aber das wären hier, sage ich mal, dann wieder unsere Räumlichkeiten. So, da wurde ich jetzt einfach mal genervt. Alles klar. Ja. Es ist schlimm. Wusstet ihr das, dass das schlimm ist? Nee, wusstet ihr noch nicht? Dann wisst das jetzt. Okay. So. Genau, das sind unsere Räumlichkeiten im Prinzip, die Türen. Machen wir am besten mal hier so Türen. Und hier so ein paar Türen. Genau. Das wäre vielleicht ganz klug. So kriegt man die. Ja, oder machen die wieder hier. Aber dieser Gang hier ist schon wieder. Aber war hier unter nicht auch kein Fenster? Wollen wir das wieder so machen, dass wir hier so ein den Raum so haben? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ist eine gute Frage, was wir hier machen. Hier haben wir das ja so gemacht, dass wir hier so einen Raum hier hatten. Ja. Ach komm, das können wir wieder so machen, dann haben wir den Raum da wieder so. Das lässt sich vielleicht verkraften. So. Okay. Dann passt das auch schon. Dann machen wir den hier und da so. Dann ist das wieder exakt das gleiche. Was wir hier natürlich reinbauen, weiß ich jetzt auch noch nicht so genau, welche Zimmer, aber da fällt uns ja bestimmt noch was ein. Denk mal. Wir machen jetzt erstmal so. Huch. So, und dann setzen wir jetzt hier erst einmal alles. So und so. So. So und so. Und so. Das Sandstone-Gesetz ist halt.
immer so. Was wollte ich mit diesem Satz gerade ausdrücken, weiß ich auch nicht. Aber naja. Das weiß ich ja in der Regel nie so genau, was ich mit meinen Worten ausdrücken will, um genau zu sein. So. Genau. So. Dann machen wir das einmal so. Und hier müssen die Wände natürlich auch noch einmal hin. Ist klar, denke ich. So. Huch. Und so, genau. Da passt das doch schon. Dann haben wir hier schon was Schönes erbaut, sag ich mal. Genau. Ja. Dann passt das ja auch schon. Ja, was könnten da für Räume dann eigentlich rein? Was haben wir denn hier unten? Hier unten haben wir einmal das Schlafzimmer. Wir haben hier einen Kistenraum, Ofen- und Dingsraum und einen Schadensraum. Es muss noch so in ein Haus rein. Wir bräuchten ein Wohnzimmer, wäre vielleicht ganz gut. Das Schlafzimmer könnte man auch nach oben eigentlich holen. Ne, das Schlafzimmer bleibt unten, da müssen wir nicht erstmal hochrennen. Also wir bräuchten ein Bad eventuell. Bad ist auch wieder so eine Sache. Baden staffelt einsam mit Scheiß aus, weiß ich nicht. Wir brauchen Wohnzimmer, wir brauchen Gamingzimmer. Ja. Genau. Was brauchen wir noch? Wir haben ein Zimmer hätten wir dann noch. Das ist eine gute Frage. Wohnzimmer. Ja, was kann man da noch so hinmachen? Was gibt's noch für Zimmer? Wir werden es hier noch nicht haben. Und wir im Schlafzimmer wirklich nach oben, aber dann haben wir unten eins frei. Ist auch nicht so Hammer. Ist eine gute Frage. Wir haben dann ein leeres Zimmer. Was kann man da reinmachen? Warte mal. Knöpfe ich mir mal eins kurz vor hier. Wir haben hier den Desert Temple noch, aber. Das meine ich jetzt nicht. Wir haben ein Zimmer zu viel. Huch, warte. Wir haben so ein Zimmer, so ein Zimmer. Ja. Oder einfach ein leeres Zimmer. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Na gut, das ist natürlich jetzt nicht so praktisch. Aber was soll man machen? Ja, ist ein leeres Zimmer. Das nervt mich jetzt gerade ein bisschen. Sorry, dass ich auch gerade einfach nur so sinnlos rumrenne jetzt hier, aber da muss ich auf eine Idee kommen jetzt mal noch. Dass Bescheid weiß. Ich weiß bis nächstes Mal sowieso wieder nicht mehr, was ich da machen wollte, aber ja, keine Ahnung.
Oder? Das wird ein Dachbodenzimmer hier, also so ein Zimmer, wo dann die Treppe drin ist zum Dachboden, sag ich mal. Das könnte man auch machen. Okay, dann machen wir das so. Dann bleibt das Schlafzimmer weiterhin unten. Dann haben wir hier ein Wohnzimmer rein. Hier. Ja, keine Ahnung, oder hier Gamingzimmer. Hier Bad und. Hier das Wohnzimmer oder so. Und dann machen wir hier so eine Dachbodenzimmer, keine Ahnung. So eine Art. Ja, halt Dachbodenzimmer, genau. Wo es dann, wo man, sag ich mal, die Treppe ist, dass man hochkommt. Das wäre doch was, ja, okay. Dann machen wir das so. Ich würde sagen, das war's für die Folge. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.